Let's Play Mass Effect. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder einschaltest. Wir haben die Citadel befreit von Servers. Ich gucke jetzt mal nochmal kurz hier rein zum Spectre Terminal, ob wir da irgendwas machen können. Da haben wir auch nur, oder? Oh. Ausgestattet mit Umweltanzügen, wurde über wichtigen Städten. Dann die Stabilisatoren. Die kaufen wir auch mal. Die zusätzlichen Streitkräfte in dem Staat Binar. Meisterhändler Noval Zahn hat verkündet, für den Tuchanka-Clan wird unsere dunkelste Stunde die glorreichste sein. Aus der Milchstraße sendet für sie das Allianz News. Um Gewicht zu sparen, fasst die Wraith weniger Munition als die Inviscator. Die Variante der Pistole Carnivex ist für die Durchschlagskraft überraschend klein, was daran liegt, dass ihr Magazin geringer ist. Ich nehme mal die mit. Komm. Jetzt kriegen wir ja ein bisschen Kohlen zusammen hier die ganze Zeit. Und die können wir ja dann auch noch aufrüsten. Meine Frau wurde gerade in den aktiven Dienst. Ja, mal schön gucken, hier oben ist immer mal wieder was zu sehen, wo man mit jemand reden kann oder so. Nein. Die Grissom Akademie wurde bei dem Angriff auf Elysium ebenfalls. Was, Reaper Code Fragmente? Was jetzt wieder? Eine Kriegsstrategin der Asari benötigt Fragmente von Reaper Code, um feindliche Bewegungen vorherzusagen. Finden Sie ein Reaper Code Fragment und bringen Sie es zur Citadel Botschaft. Okay. Von den Reapern eingenommen. Aber vorher konnten Allianztruppen sämtliche Studenten evakuieren. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Das hört der Krankenhaus. Ankunft beim Ruhrhaus. Nein, hier ist es genauso. Medigel und synthetisches Blut gehen zur Neige und wir haben nicht genügend Freiwillige. Wenn wir die Ringe von Aluna aus dem Silian-Nebel hätten, könnten wir eine Kulturkrise verhindern. Ich dachte, dass das wieder der Quest ist. Schauen wir mal, ob es da auch wieder was Neues gibt. Willkommen bei Sirta. Jawohl. Passen Sie auf sich auf. Willkommen bei Sirta. So. Danke, dass Sie bei uns eingekauft haben. Jetzt haben wir jede Menge Medigel auf jeden Fall. Ich habe die ganze Zeit das Lied von Maluka im Kopf. Wer Maluka nicht kennt oder vielleicht gerade nicht weiß, wer es ist, sie wurde recht bekannt auf YouTube mit ihren Skyrim-Cover, The Dragonborn Comes. Und sie hat auch ein Lied zu Mass Effect gemacht, was ein super, super, super Lied ist. Ich habe es vor kurzem auf meiner Facebook-Seite gepostet. Könnt ihr ja mal gucken. Kann ich helfen? Ich suche einen Drell namens Thane Krios. Wir haben einen Drell, aber der heißt anders. Er wurde verletzt. Stichwunde. Er ist häufig hier Patient. Schon gut, schon gut. Ich verstehe. Die Ärzte konnten die Wunde schließen und versorgen. Allerdings, Mr. Krios hat das Kepral-Syndrom im Endstadium. Das Kepral-Syndrom verhindert, dass sein Blut Sauerstoff transportiert. Und er hat viel davon verloren. Er hat zwar Transfusionen bekommen, aber der Vorrat an Drellblut auf der Citadel war ehrlich gesagt sehr begrenzt. Ich besorge mehr. Welche Blutgruppe? Das wird nicht funktionieren. Nur ein anderer Drell auf der Station passt. Und der ist gerade bei ihm. Wir haben bei der Operation alles getan, aber sein Körper kann verlorenes Blut nicht ersetzen. Der Schock war zu groß. Sein Sohn Kolyat. Er ist bei ihm und nimmt Abschied. Das sollten Sie auch tun. Oh je. Commander Shepard, mein Vater sagte, dass Sie nicht mehr in Haft sind. Erinnern Sie sich an mich? Ich bin Kolyat Krios. Ich wollte Blut spenden und... naja. Ich sollte ihm die Sauerstoffmaske abnehmen, damit er es bequem hat. Es dauert wohl nicht mehr lange. Ihr Vater hat mit mir viele Leben gerettet. Ich würde gern bleiben. Natürlich. Ich fürchte,
Ich schließe mich Ihnen nicht mehr an. Sie haben mehr als genug getan, Thane. Dieser Attentäter sollte sich schämen. Ein todkranker Drell hat ihn daran gehindert, sein Ziel zu erreichen. Ich lasse es verbreiten. Etwas muss ich noch tun, bevor es schlimmer wird. Ich muss... Kalahira, Herrin der unergründlichen Tiefen, vergib mir. Kalahira, deren Wellen Stein und Sand abtragen. Kalahira, spüle die Sünden von ihm ab und bringe ihn zur Küste des unendlichen Geistes. Kolyat, du sprichst wie die Priester. Du hast Zeit unter ihnen verbracht. Ich habe ein Gebetbuch dabei. Commander, schließen Sie sich an. Kalahira, dieses Herz ist rein, aber befallen von Bösartigkeit und Konflikten. Führe es an den Ort, wo Reisende nie ermüden, Liebende nie weggehen, Hungernde nie hungern. Führe ihn, Kalahira, und er wird dir ein Begleiter sein, wie er mir einer war. Kolyat, etwas verstehe ich nicht. Seine letzten Augenblicke waren die eines Helden. Warum ein Gebet um Erlösung? Das Gebet war nicht für ihn. Er hat bereits um Vergebung für die Leben gebeten, die er genommen hat. Sein Wunsch galt ihnen. Leb wohl, Thane. Du wirst nicht lang allein sein. Denn dass wir entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Soll ich ein bisschen Klose wollen? Wir helfen Patienten, und zwar allen. Das ist zwar ehrbar, hilft uns aber nicht, wenn uns die Vorräte ausgehen. Ich habe das im Kampf schon hautnah miterlebt. Und die Vorräte werden uns ausgehen. Haben Sie die Prognosen der Verwaltung schon gesehen? Ja, die Lage wird sich verschlimmern. Worauf wollen Sie hinaus? Wir können die Fakten nicht leugnen. Wenn wir Prioritäten setzen, haben einige unserer Patienten eine erheblich bessere Überlebenschance. Wenn wir die zuerst versorgen und unsere Vorräte rationieren, können wir jetzt einige retten und bleiben in der Lage, später noch mehr zu retten. Das können wir nicht tun. Wir haben einen Eid geschworen, den Kranken zu helfen, ungeachtet ihrer finanziellen Situation oder ihrer Position in der Gesellschaft. Wir kämpfen genau in diesem Moment für den Schutz der Leute, von denen Sie reden. Wenn Sie diese Leute sterben lassen. So einfach ist das nicht. Wenn wir jetzt nicht vorsichtig vorgehen, verlieren wir am Ende alle. Dann finden wir schon eine Lösung. Hören Sie, wir haben doch auch Patienten, die... Oh Mann, hey. ...haben die letzten einfallenden Einheiten getötet. Nach dem Erhalt eines Heilmittels für die Genophage... Weiß ich im Moment gar nicht, was ich wirklich sagen soll. Wo muss ich denn hin? Ich weiß es gar nicht, wo ich hin muss. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich abgeben muss. Ja, auf das Citadel. Ich weiß ja nicht gerade, wo das war. Warte mal. Habe ich die jetzt? Präsidiums Unterhaus, ich weiß es nicht, ob ich die schon gefunden habe. Spectre-Status erkannt. Einen Moment bitte. Gucken wir mal. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Überteuerte. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte.
Cerberus-Panzerung will ich bestimmt nicht. Automatischer Fischfütterer. Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Fragen Sie nach unseren Rundum-Garantien. Das Buch von Planix verlangt Wohltätigkeit und Vergebung in Zeiten. Elkos Combine. Wenn es existiert, führen wir es auch. Fischfütterer kaufe ich mir auch. Danke. Mass Effect 2 sind mir die ganzen Fische immer verreckt. Jetzt kann ich mir auch mal wieder Fische kaufen. Unfassbar, wie viel Mühe sich die Ärzte geben, um dieses... Wenn Sie meine Sicherheitsvideos wollen, bringen Sie mir einen Gerichtsbeschluss. Sie behindern meine Arbeit. Diese Videos könnten entscheidend für den Kriegsverlauf sein. Ich habe gehört, dass ich bezweifle, dass die Agenten Spectre Terminal aktualisiert. Wir sind im Krieg. Wenn Ihnen die Sicherheit der Citadel etwas bedeutet, dann helfen Sie C-Sicherheit, wann immer Sie können. Karte aktualisiert von der Citadel? Was denn? Wenn herauskommt, dass ich Sie an C-Sicherheit verpfeife. Nee, das ist nicht Liara. Versuche von Cerberus, die Citadel zu bewegen. Glauben Sie wirklich? Mich interessieren im Moment Sicherheit der Geschäfte. Verdammt! Ein paar Stunden länger graben. Wir hätten den Obelisken von Casa gehabt. Ha? Ich weiß, dass der Hades Nexus gesperrt das ist. Das, was ja wo ich interagieren kann, konnte aber nicht interagieren. Jetzt braucht das Ding jetzt! Der Obelisk von Kersa soll Übersetzungen der proteanischen Sprache enthalten. Quasi ein Sprachlernprogramm für Proteanisch. Ja genau, was ist eigentlich mit... Noch eine Cerberus-Falle? Das sind Steuerungspläne für Cerberus-Geschütze. Hilft Ihnen das weiter? Aber sicher, verdammt. Eva-Brechen soll sich damit beschäftigen. Vielleicht finden wir damit sogar die kleinen Geschenke, die Cerberus uns hinterlassen hat. Diese Augen. Vielen Dank. Dadurch werden Leben gerettet. Sind sie wieder normal. Aber sonst ist hier niemand, oder? Ah, Liara ist da. Ich weiß nur nicht, warum du plötzlich solche Zweifel hast. Ich habe Ihr Gespräch zufällig mitbekommen. Vielleicht helfen Ihnen diese Pläne für Wärmestabilisatoren. Das ist fantastisch. Die Kolonisten, meine Schwester, werden überglücklich sein. Danke, ich stehe tief in Ihrer Schuld. Immer doch. Commander Shepard, haben Sie kurz Zeit? Kann ich Ihnen helfen? Jordan Knowles, Eva-Brechen. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Ein Saboteur hackt wichtige Systeme. Energie, Kommunikation. Es ist schlimm. Falls Sie Zeit haben zu helfen, überprüfen Sie bitte diese Konsole. Ich hab's. Sieht aus wie eine Sammlung von Zugangscodes. Es sind batterianische Diplomatencodes aus der Zeit, als sie noch eine Botschaft auf der Citadel hatten. Falls sie mit ihrem Spectre-Zugang finden, kann ich sie deaktivieren. Ich kann im Spectre-Büro in der Botschaft auf gesperrte Informationen zugreifen. Wenn ich was finde, gebe ich Ihnen Bescheid. Okay. So, Liara, da ist sie. Hallo, Shepard. Schön, Sie zu sehen. Ich habe diesen Ort vermisst. Es ist gut, mal eine Weile vom Schiff runterzukommen. Hallo. Hallo, Shepard. Schön, Sie zu sehen. Okay. Regeln hin oder her. Die Leute haben ein Recht auf Selbstverteidigung. Wenn Sie jedem auf der Citadel Waffen verkaufen, legt C-Sicherheit den ganzen Laden lahm. C-Sicherheit konnte uns nicht beschützen, als Cerberus angegriffen hat. Ich werde Sie dafür verklagen. Ach was. Würde ein Haufen Zivilisten, der auf alles ballert, was sich bewegt, die Citadel sicherer machen? Der Commander hat recht. Vielleicht sollte der Rat eine zivile Miliz mit ordentlicher Ausbildung aufstellen. Sonst geraten sie nur in Panik und gehen am Ende noch selbst drauf. Ich will doch nur, dass die Leute sicher sind. Ich weiß. Willkommen bei Elgor Munition. Aha. Waffenschaden, Kopfschussschaden. Beachten Sie beim Kauf von Schutzausrüstung bitte die geltenden regionalen Regierungsvorschriften. Danke, dass Sie bei Elgo Munition... Willkommen bei Cypertin-Waffen. Danke, dass Sie bei Cypertin-Waffen eingekauft haben. Okay, dann wohl mal zum Seesicherheitsterminal. Ich verstehe nur nicht, warum du plötzlich solche Zweifel hast. Wie sieht Hören denn Sie, aus? Das Arschloch ist jetzt im Bord. Ihn zu töten bringt niemanden mehr zurück. Es geht um Gerechtigkeit.
Was geht hier vor? Ich bin bei C-Sicherheit in Position. Locken Sie sie weg, dann gehe ich rein und mache den Kill. Antworten Sie nicht. Oh, warte mal. Nee, das ist er nicht, oder? Wir müssen das Gesetz durchsetzen. Commander Shepard, ich glaube, ich weiß jetzt, was meiner Verstärkung zugestoßen ist. Entschuldigung? Ich bin bei C-Sicherheit in Zivil und mit einer Waffe. Ich weiß, wann's vorbei ist. Lassen Sie mich nur erklären. Captain Aaron Summers, Allianz Marines, im Ruhestand. Captain Summers? Es gibt hier einen Gefangenen, einen C-Sicherheit-Officer, der Cerberus geholfen hat. C-Sicherheit hat ihn verhaftet, als sie den Putsch vereitelt haben. Jetzt will er für einen Deal Cerberus ans Messer liefern. Warum erzählen Sie mir das? Weil er keinen Deal verdient. Er hat bei dem Putsch Leute getötet. Gute Leute. Und er war bei der Allianz, wie wir. Er ist ein Problem, das wir lösen müssen. Wenn Sie den Mann niederschießen, entehren Sie die Uniform genauso wie er. Nein, tue ich nicht. Ich mag diese Deals genauso wenig wie Sie, aber die Information wird Leben retten. Sagt wer? Unsere Vorgesetzten, denen wir Gehorsam und Vertrauen geschworen haben. Captain Summers. Jawohl, Commander. Tut mir leid, Commander. Ich werd's nicht tun. Danke. Wir müssen das Gesetz durchsetzen. Was ist denn jetzt los? Sonst geht alles vor die Hunde. Sehen Sie sich mal Pellerin an, mein Freund. Wir sind in der Hölle. Wir sollten nach Terroristen suchen. Der Rest kann sich um sich selber kümmern. So wie die Schlägereien, die Betrunkenen und die Randalierer da unten bei diesen Purgatory-Lagen? Wenn wir uns darum kümmern, gewinnen wir dann den Krieg? Die Leute müssen jetzt ein wenig Dampf ablassen. Und wenn Vergehen nicht mehr geahndet werden, was hilft das dem Krieg? Je weniger Zeit... Jeder auf der Citadel weiß mittlerweile, dass wir im Krieg sind. Sie müssen allen zeigen, dass C-Sicherheit nach wie vor am Ruder sitzt. Dieses Sicherheitsgefühl ist wichtig. Der Commander hat recht. Die Leute müssen jeden Tag zur Arbeit erscheinen. Wir müssen den Betrieb am Laufen halten. Ansonsten wird aus der heutigen Barschlägerei morgen ein Straßenaufstand. Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber im Moment kommt mir das alles so unwichtig vor. Ist es aber nicht. So. An allen Ecken ploppen plötzlich Dinge auf hier. So, ich bin ja gespannt, wann sich jetzt Ashley uns anschließt. Wenn er ein Terrorist ist, sollte man ihn einstellen. Ich fand's ja schon wieder mies, dass er erst wieder gedacht hat, ich arbeite für Cerberus. Spectre-Status erkannt. So. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment. Also jetzt nochmal zum Spectre-Terminal, weil da war ja irgendwas. Ich habe nur gelesen, Aktualisierung. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Ich habe alle erforderlichen Formulare ausgefüllt und jede Schikane erfüllt. Ich weiß nicht, was... Mensch, Spectre-Status erkannt. So, was haben wir denn da? Medizinische Vorräte, die ursprünglich für besetzte Gebiete gedacht waren, wurden zur Citadel umgeleitet, weil die Reaper-Invasion die Auslieferung unmöglich gemacht hat. Die Vorräte stehen derzeit in den Docks unter Verschluss, können aber mit einem Spectre-Befehl dem Huerta-Krankenhaus übergeben werden. Machen wir. C-Sicherheit hat beantragt, eine zivile Miliz aufzustellen, die Citadel im Falle eines weiteren Angriffs verteidigen soll. Viele C-Sicherheit-Officer glauben, das würde die Citadel wehrhafter machen und die Moral stärken, aber es fehlt an Geld und erforderlichen Genehmigungen. Ein Spectre-Befehl würde es die Sicherheit ermöglichen, mit der Ausbildung freiwilliger Zivilisten zu beginnen, finanziert durch die Gelder, die eigentlich als Bonus für Führungskräfte gedacht waren. Los geht's! C-Sicherheit hat mehrere Überwachungsgenehmigungen angefordert, um Beweise gegen Cerberus-Informanten auf der Citadel zu finden. Officers haben öffentliche Überwachungsfeeds angezapft, haben aber keinen legalen Zugriff auf private Aufnahmen. Ein Spectre-Befehl würde es die Sicherheit ermöglichen, Überwachungsfeeds von Geschäften anzuzapfen, ohne die Zivilbehörden informieren zu müssen. Machen wir auch. Ein batarianischer Patient namens Gorek befindet sich in einer provisorischen Klinik in einem Flüchtlingslager in Andockbucht Eid 24. Er hat schwere, nicht einzeln aufgeführte Verletzungen. Das Huerta-Krankenhaus hat Schmerzmittel verabreicht, aber es gibt keine längerfristige Behandlung. Die batarianische Hegemonie verweigert die Akteneinsicht. Es gibt daher keine Daten über Gorek vor seiner Ankunft auf der Citadel. Okay. Mit Spectre-Zugangscodes können Standard-Sicherheitsprotokolle umgangen und diplomatische Nachrichten oberster Stufe nachverfolgt werden.
Die Position von Konsolen, auf denen verdächtige Codes eingesetzt werden, wird auf das Universalwerkzeug des Spectre hochgeladen und zum leichteren Auffinden markiert. Aktivieren. Jetzt muss ich diese Konsolen finden. Benutzen Sie das Spectre Terminal und finden Sie dann die Zugangspunkte auf der Citadel. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir die finden können. Es gibt einen Haben wir hier einen Zugangspunkt? Cerberus hat seine Chiffrierung geändert. Unsere Codeknacker machen im Moment keinerlei Fortschritte. Und wieder eine Quest. Shepard ist schon ziemlich neugieriger, oder? Der steht nur daneben, hört irgendwas. Och, da helfe ich mal. Allianz-Truppen haben Cerberus einen Rückschlag versetzt und eine Cerberus-Jägerbasis auf Noveria aus. So, dann schauen wir mal, wo man hier solche Terminals haben. Gehen wir mal zu den Docks runter. Ankunft in Andockbucht E24. Die Galaxie muss begreifen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Können Sie mich nicht reinlassen? Moment. Sind Sie nicht Commander Shepard? Soll ich was? Dokumentarfilmer. Bitte, Sie können mir vielleicht helfen. Ich möchte die Geschichten der Flüchtlinge auf der Citadel dokumentieren. Ihren Verlust, Opfer, ihre Momente der Tapferkeit. Hindert Sie denn etwas daran? C-Sicherheit lässt mich nicht in die Docks, weil ich ein Störfaktor sei. Aber Sie könnten ein paar Aufnahmen für mich machen. Hier im Präsidium gibt es auch viele Überlebende des Krieges. Dieser Ort ist sicher, sauber. Die Menge, die bei den Docks festsitzt, hätte eine viel größere Wirkung. Wir müssen einander helfen. Diese Dokumentation soll schockieren, damit die Leute aktiv werden. Gute Idee. Die Galaxie sollte sehen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Danke, Commander. Das ist genau das, worauf ich hoffe. Machen Sie mit Ihrem Universalwerkzeug ein paar Aufnahmen im Flüchtlingslager. Ich warte hier auf Sie. Okay. So, lauter kleine, coole Quests jetzt plötzlich. Tut mir leid, aber das ist nicht ganz das, was mir vorgeschwebt hat. Okay. Ich habe halt nur geklickt, weil gerade das da war. Das kann ich nicht verwenden. Würden Sie es bitte nochmal versuchen? Blutdruck in Ordnung. Bis jetzt keine Infektion. Kann ich mit ihm reden? Nur wenn es wichtig ist, Commander. Es geht ihm sehr schlecht. Ich reduziere das Sedativ ein wenig, aber beeilen Sie sich. Warte mal, dieses Seine Überlebenschancen stehen 50-50. Da stand doch gerade Krankenschwester. Sind Sie Gorek? Gehen Sie. Gibt nichts zu sagen. Auch nicht, was ein Terrorist auf der Citadel macht? Sie! Kenne ich Sie? Jeder Batarianer mit Verbindung zu Aratot kennt Ihr Gesicht. Der Planet, den die Alpha-Portal-Explosion zerstört hat. Sie haben eine Kolonie ermordet, leider. Bin ich zu schwach? Ich habe das Aratot-Portal zerstört, damit die Reaper nicht eindringen. Das ist leicht gesagt, jetzt wo sie da sind. Heucheln Sie bloß kein Bedauern. Ich hatte Schuldgefühle. Ich habe eine Kolonie zerstört. Ich dachte an die Opfer und daran, dass ich sie nicht rechtzeitig warnen konnte. Ich hatte letztlich keine Wahl, aber es tut mir wirklich aufrichtig leid. Wenn Sie das so bedauern... Wenn Sie Schuldgefühle haben, seien Sie barmherzig. Stellen Sie die Maschine ab. Ich will zu meiner Familie. Und ist das wohl eine gute Entscheidung? Ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige war. Aber ihm scheint es dreckig zu gehen und er hat alles verloren. Danke. Aber Sterbehilfe kann nie etwas Gutes sein. Den Verlust bei den Menschen nach Angriffen der Reaper-Truppen auf die Kolonien Elysium, Tektra
So, Binder. Wo kriege ich denn jetzt Binder her? Ja, das ist genau das, was diese Dokumentation braucht. Geht doch. Ich brauche Unterstützung. Jemand hat die Medigel-Spender sabotiert und ich habe hier unten so einen Idioten, der von Cerberus predigt. Nein, ich habe C-Sicherheit verständigt. Sie sagen, es hätte keine Priorität und wäre nicht wichtig. Ich hingegen finde es schon wichtig, wenn mir turianische Soldaten wegsterben, weil ich sie nicht versorgen kann. Ich brauche Unterstützung. Jemand hat die Medigel-Spender sabotiert und ich habe hier unten so einen Idioten, der von Cerberus predigt. Nein, ich habe C-Sicherheit verständigt. Sonst nichts zum Foto machen da. Sie dachten, ich würde bluffen, stimmt's? Ah. Wurde aber auch Zeit. Hey, Commander. James, amüsieren Sie sich? Ja, ja. Verlieren Sie nicht alles. Diese Kleidung gehört der Allianz. Etwas mehr Vertrauen, Loco. Ein bisschen habe ich durchaus. Wollen Sie da einfach rumstehen und zusehen? Sie machen mich irgendwie nervös, Commander. Ich würde ja darum bitten, dass Sie mitspielen dürfen, aber ich glaube, die haben Angst vor Ihnen. Wegen Ihnen geht gerade mein Mojo flöten, Chefe. Vor einer Minute lag ich vorn. Sie sind nur zu einem schlechten Zeitpunkt vorbeigekommen. Ja. Wollen Sie da einfach rumstehen und zusehen? Okay. Ich glaube, es sollte sich mehr auf die Flüchtlinge konzentrieren. Ja, ja. Hören Sie. Ich fasse es nicht. Ich kann Ihnen die Position einiger Ruinen nennen. Proteanische Ruinen. Auf Dainon, im Hadesnetz. Wurde aber auch Zeit. So. Waren das jetzt alle... Ich wusste gar nicht, dass die eigentlich scannen muss. Aber ich hoffe, es geht wieder. Ende der Sabotage. Die Medigel-Spender müssten jetzt wieder funktionieren. Danke. Ich lasse die Patienten umgehend zur Versorgung bringen. Wer ist das? Gute Arbeit, Shepard. Und es tut mir leid, dass... Hey, das ist er. Das ist mein Cerberus-Kontakt. Hey! Hey, Sie! Sie sind verhaftet! Shepard, hab ich geholfen? Ja, Conrad. Was haben Sie? Ich spüre überhaupt nichts. Also, in Wahrheit habe ich seine Waffe sabotiert. Sie ist gar nicht losgegangen, nur das Thermomagazin war überhitzt. Ach, das ist der Conrad Werner. Ich bin's, Jenna. Sie haben mir mal geholfen, als ich undercover in Koras Nest gearbeitet habe. Und jetzt arbeiten Sie hier mit? Genau. Als ich undercover war, hat Shalek mir ein paar Tricks gezeigt. Das hat sich jetzt ausgezahlt, was? Sie... haben mein Leben gerettet. Es ist unfassbar, dass Sie Ihr Leben für Commander Shepard opfern wollten. Sie sind sehr mutig. Oh, ich kenne den Commander schon lange. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Dann erzähle ich Ihnen davon. Conrad Werner. Unser größter Fan, wenn ihr euch erinnern mögt. So, Bilder machen. Und so ein Terminal habe ich noch gar nicht gefunden. Schauen wir mal auf die Karte. Hier zeigt es aber auch sonst nichts an. Was machst du hier? Ich warte. Ausgezeichnet. Das wird die Aufmerksamkeit der Leute erregen. Danke, Commander. Ich denke, wir haben jetzt genug Aufnahmen. Kommen Sie wieder zu mir, wenn Sie können. Ja, wunderbar. Ich habe Ihre Aufnahmen. Danke, Commander. Ich fange sofort mit dem Schnitt an. Gut, dann hätten wir das. Dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann auch morgen wieder bei Mass Effect 3. Bis dann.